Ja, ein bisschen habe ich schon mal an die Tafel geschmiert. Ich hatte ja in dem Video vorher gesagt, in der Playlist von der Relation zur Funktion, eine Relation ist eine Teilmenge aus einem kartesischen Produkt. Kartesisches Produkt von zwei Mengen. Die Menge grundsätzlich von zwei Mengen. Es geht ja auch mit drei Mengen, aber ich denke mal, hauptsächlich werdet ihr euch mit zwei Mengen beschäftigen. Kurz nochmal hier auf die Schreibweise. Doppelpunkt, Gleichheitszeichen ist definiert als, dann habe ich mal wieder nur ein Gleichheitszeichen. Auf das Geschnürsel muss man jetzt nicht direkt achten, es geht ja ums Prinzip. Ihr habt also eine Menge aus Elementen A und eine weitere Menge B. Ich brauche ja erstmal eine Vorstellung von dem Kreuzprodukt. Im Video zu dem Thema kartesisches Produkt sollte klar sein, A Kreuz B ist nicht das gleiche wie B Kreuz A, da es um geordnete Wertepaare geht. Ich habe jetzt hier zwei ganz plumpe Mengen genommen, Menge A 1, 2, Menge B 1, 2, 3. Habe das kartesische Produkt gebildet, aufgeschrieben. Das könnt ihr natürlich auch mit einer Tabelle euch verdeutlichen. Und ich denke, man erkennt die. Man hat hier immer Element A, Element B, allgemein jetzt aufgeschrieben in geordneter Schreibweise. Und jetzt kommt natürlich noch ein Zusatz dazu, nämlich jetzt setzen wir noch etwas in Relation. Nämlich, jetzt kann ich ja sagen, bitte gib doch mal die Relation an mit immer ein Pärchen A und B, logischerweise ein Element aus A und ein Element aus B in der Reihenfolge. Und mit aber jetzt der Voraussetzung A gleich B. Und da kommt man vielleicht so ein bisschen mehr in die Richtung Relation, Verhältnis. Ins Verhältnis setzen, was ihr vielleicht irgendwo, wenn ihr nachforscht, dann irgendwo lest. Und anstatt gleich kann ich natürlich auch eine Relation angeben mit wieder ein paar a, b, aber jetzt bitte gebt doch alles an in der Voraussetzung a größer b. Und ich könnte natürlich auch a kleiner b oder a größer gleich oder a kleiner gleich. Und ich kann rumspielen, wie ich will. Ich könnte ansagen, mach doch mal bitte alles, wo a kleiner als das Zehnfache von b ist. Und so könnte ich den ganzen Tag weiterspielen. Wenn ich es nur mal hierfür jetzt mache, was hätten wir dann bei a gleich b? Wir haben also ein kartesisches Produkt aus zwei Mengen, die vorgegeben sind und haben jetzt sozusagen die Vorgabe, a soll gleich b sein. Das ist nur bei 1, 1 und bei 2, 2 der Fall. Was ist bei dieser Relation a größer b, ich durchforsche wieder aus der Grundvoraussetzung von dem kartesischen Produkt, wo ist a größer b? Das ist nur hier der Fall bei 2, 1. Also nochmal das Ganze ein bisschen jetzt noch erweitert. Grundsätzlich war die Relation Teilmenge eines kartesischen Produkts. Erstmal hat man sich um das kartesische Produkt von zwei Mengen gekümmert, dass es auf die Reihenfolge ankommt, ob A kreuz B oder B kreuz A. Und vielleicht jetzt geht es so ein bisschen mehr in die Begrifflichkeit in Relation setzen mit der Voraussetzung, A soll gleich B sein, hier A soll größer B sein. Und im nächsten Video nehme ich dann nicht A und B, sondern dann nehme ich X und Y, weil das ist vielleicht ein bisschen geläufiger, um das Ganze dann auch zu veranschaulichen im Koordinatensystem, um so schrittweise mal Richtung Funktionen zu kommen. Denn nochmal sei erwähnt, Funktionen sind nichts anderes als Relationen mit gewissen Voraussetzungen.